Leute und herzlich willkommen zu Hearthstone, dem Blizzard Trading Card Game. Ja, es ist in der Close Beta, es hat nur ausgewähltes Personalzugang, kann man sagen. Ich bin reingerutscht, vielen Dank an Nvidia und Blizzard dafür. Ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht, haben den Key gestern Abend bekommen, haben mir gedacht, hey, spielst du doch mal ein bisschen Karten mit den Warcraft-Helden. Ich habe beim Übungsmodus schon einige Helden freigespielt, nämlich alle. Hat so um die Stunde gedauert. Ihr seht, es gibt Krieger, es gibt Schamane, Schurke, Paladin, Hexenmeister, Magier, Jäger, Druide und den Priester. Das sind alles eure Heldenklassen, jeder hat andere Fähigkeiten. Aber um das geht es hier überhaupt nicht. Wir werden natürlich nicht gegen die KI spielen, nein, wir werden gegen andere Leutchen spielen und mal gucken, wie das laufen wird. So, ich bleibe bei meiner Level 10 Magierin. Klick einfach mal auf Spielen und lass mich überraschen, was kommt. Es gibt auch einen Arena-Modus. Da kann ich jetzt schon rein, denn das erste Spiel gibt es gratis. Für alle anderen Spiele müsst ihr, glaube ich, 150 Gold bezahlen. Das sind 1,50 Euro umgerechnet. So, Gegner wird gesucht. Und ich bekomme einen würdigen Gegner. Das ist toll. Jaina gegen Anduin. Gegen einen Priester ziehe ich ins Feld. Ihr habt es so gewollt. So, ich bekomme am Anfang gleich 5 Karten. Zum Start eine sehr, sehr schlechte Hand. 6 Mana, 4 Mana, 3 Mana. Die tausche ich alle mal aus. Ich bräuchte irgendwas mit weniger Mana für den Anfang. 2, 3, 4, 4. Ja gut, bisschen besser, aber jetzt nicht wirklich so. Ich bekomme auch eine Münze, das ist sehr, sehr gut. Hallo. Oh, er hat gerade eine Karte von mir geklaut, beziehungsweise kopiert. Das ist natürlich nicht schön. So, ich habe ein Mana. Mit der Münze kann ich mir einen weiteren Mana-Kristall schaffen und dann könnte ich sofort den Blutsumpf-Raptor raus. Und das werde ich mal machen. Einfach um ein bisschen Druck aufzubauen, schon mal anfangen. Meine Merkelin hat als Spezialfähigkeit einen Feuerball, da kann ich einen Schadenspunkt verursachen und der Priester kann 2 Lebenspunkte von sich oder seinen Kreaturen herstellen. So, Hearthstone ist auch ein bisschen anders als normale Trading Card Games, denn ihr seht, ihr habt 2 Bereiche, einmal seinen Bereich und einmal meinen. Und ich kann den guten Knaben direkt angreifen, wenn ich will, wenn ich keine sogenannten Taunt Creatures habe, also sprich Kreaturen, die den Angriff abwehren könnten. So, machen wir mal 3 Schaden, dann würde ich mal sagen, wir geben ihm noch einen Feuerball mit und dann sind wir schon mal 4 Lebenspunkte im Vorsprung und haben schon auch Board Control. Ich denke mal, er hat ziemlich viele Karten, wo viel Mana dafür benötigt wird. So kommt es mir zumindest im Moment vor. Legt euch nicht mit Zauber an! Jägerin mit einem Klingenhauer, das ist natürlich nicht so gut. Ich könnte den Eber mit dem Feuerball töten und hier einen Trade machen, wenn ich wollte. Die Frage ist, ist das intelligent? Schlachtzugleiter plus 1 Angriff, dann würde der Raptor 4-2 werden. Das bringt mir aber auch nicht viel. Ja, ich mache einfach mal Board Clear und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ist immer besser, wenn nichts auf dem Feld ist, ja? Oh, ein Fur Grizzly. Das ist ein Taunt Creature. Ist jemand verletzt? Der mit dem Schild. Das bedeutet, ich kann ihn nicht direkt angreifen und auch keine anderen Kreaturen. Ich muss diesen Grizzly zuerst töten. Das ist natürlich jetzt gar nicht so einfach. Denn 3-3 und 1-3. Könnte ich mich sogar ein bisschen verzockt haben. Keine Explosion fügt allen Kreaturen einen Schadenspunkt zu. Dann wäre das 3-2 und 1-2. Was soll ich nur tun? Das würde aber immer noch nicht reichen. Aber
Das reicht nicht. Das ist jetzt blöd. 2-2, da würde ich sofort sterben, wenn ich den rausspiele, deswegen mache ich ja keine Explosion. 1-1. Job's done bedeutet, ich kann nichts mehr spielen. So, ich denke mal, er wird mich jetzt angreifen. 4 Schadenspunkte. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ah, er heilt seine Klerikerin. Nehmt das! Und ein Schlachtzugleiter. Und jetzt bekomme ich ins Gesicht. Haha. Natürlich nicht gut. Murloc. Der bringt mir überhaupt nichts. Aber was ich tun könnte. Ich nehme mal sein Bärchen. Und spiele selber einen Schlachtzugleiter. Ich denke mal, er wird die traden. 2-2, 2-2. Heilige Pein, ey. Das ist das Problem bei den Priestern, die können sich immer alle selber heilen, das ist ein bisschen blöd. So, ich würde mal sagen, ich bringe jetzt mein eigenes Taunt-Tierchen raus. Sentient Shieldmaster, definitiv. Keine Geschosse brachten zwar jetzt nicht so viel, aber ich tue noch einen Murloc dahinter. So, jetzt muss er sich erstmal um diesen Schildmeister kümmern, bevor er überhaupt mich angreifen kann oder meinen Murloc. Er bräuchte 2 Kreaturen, um diesen Schildmeister zu töten, denn er hat 5 Lebenspunkte. Außer er hat irgendeinen Removal. Ja, natürlich. Du fieser kleiner Mann. Sieht im Moment nicht gut aus für mich. Ein Schuss. Ein Elfenbogenschütze. Feuerball? Verursacht 6 Schaden. Den würde ich gerne aufheben für Kreaturen, die sehr, sehr viel Lebenspunkte haben. Zwei, vier, sechs. Könnte nicht töten, das wäre praktisch. Das ist sinnfrei, wenn ich die Nachtklinge spiele, die würde sofort sterben. Deswegen gibt es den Boulder fürs Ogre. Mal gucken. Und ja, ihr hört das Telefon, aber ich kann es im Moment nicht ändern. Tut mir leid. Werbeanrufe. Ignoriert's einfach. So, 2, 4, 6 Schaden. Ah, Herr der Arena. Ich habe meinen Big Removal, ja. Ich kann mit dem Feuerball diesen Lord der Arena ausschalten. Das ist nicht so das Problem. Jetzt lasst mich mal überlegen. 2, 4, 6. Oh, 7 wären 13 Schaden. Das ist nicht gut. Lieber Freund, den muss ich dir nehmen. Es tut mir leid. Dann könnte ich einen Wolfsreiter spielen. Der hat Ansturm. Sprich, ich muss keinen Turn warten, bis er angreifen kann. Das wäre ein 3-1. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das hier auf gesundes Niveau reduziere. Definitiv. So, mein Freund. Ah, Feuerball geht nicht. Shit. Sonst hätte ich gesagt, ich nehme dir die Nachtelfe, aber. 2, 3. Also, der Wolfsseite stirbt sowieso. Ich weiß, ich könnte ihn direkt auch angreifen, aber ich habe nicht so das große Schadenspotenzial, dass das gelingen würde. Deswegen muss ich seine Tierchen hier. Bisschen reduzieren. So, Ogre hat noch 6-5. Er hat auf jeden Fall einen Kartenvorteil, das gefällt mir gar nicht. Kurobashi Berserker, bist du weg? Hey, was die an Spells auspackt! Kurobashi ist gefährlich, denn wenn der Schaden nimmt, bekommt er nämlich einen Schadensboost, sprich, er wird immer stärker mit der Zeit. Und das können wir nicht so stehen lassen. Jetzt hat natürlich der Feuerball praktisch, den ich nicht mehr habe. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Job done.
Keine Intelligenz. Ziehe zwei Karten, aber... Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt nichts mehr einfällt, bin ich wahrscheinlich gleich tot mit 9 Lebenspunkten. Gut, wir brechen im Schaden, das ist jetzt eine 5-6er Karte. Eine 5-7 Karte, ich korrigiere. Ich habe aber noch Schadenspotenzial für 5 in der nächsten Runde. Die Tore sind geöffnet. Der hat noch einen Herr der Arena. Und ich bekomme keine Karte, die mir hilft. Feuerball wäre praktisch. Taunt, Ogre. Ich brauche definitiv den Taunt. Der hier gehört mir. Ich muss es fast austauschen, es geht gar nicht anders. Natürlich bekomme ich jetzt überhaupt keine Zauber, ja, aus meinem Deck. Das ist natürlich blöd. Ich weiß, ich habe Feuerbälle, ich habe Frostnova und das ganze tolle Zeug. Aber ich bekomme es halt nicht im Moment, das ist das Problem. Eine 8-4er Karte, eine 8-6. Oh Gott. Wenn es weitergeht, bin ich gleich tot. Fehlt doch. Flusskrokodil, nee, das bringt mir überhaupt nichts. Gut gespielt. Diese Runde geht an euch. Da habe ich doch ein bisschen verkackt. Oh, ich bekomme ein Kartendeck, das ist natürlich schön. So. Neue Quest. Es gibt immer Daily Quests. Spiele 3 Spiele im Modus Spielen. Werden wir doch machen, aber erstes mache ich mein Kartenpäckchen auf. Das ich mir gerade erspielt habe. Mal gucken, was da drinnen ist. Schurke, Priester, Krieger, Paladin, alle Klassen. So, nachdem ich das meiste noch nicht habe, ist es ja ganz gut. Ich könnte mir auch selber ein Deck zusammenstellen, sehe ich gerade. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir stellen uns mal ein Deck zusammen. Was meint ihr? Was habe ich hier? Magie und neutrale Karten. Okay. Wir packen mal arkane Geschosse rein. 2 Stück. Die sind nämlich immer ganz praktisch. Ah, da gehen noch 2 pro Deck. Ich kann 30 Karten mit mir rumführen. Das ist ein 1er-Spell. Frostnova, definitiv. Feuerbälle. Vielleicht noch 2 Polymorph. Zwei 7er-Karten, das ist auch gut. Eins, zwei, vier, vier, sieben. Was habe ich denn hier noch so? Ein sehr frühes Taunt. Fußsoldat von Goldhain. Das ist praktisch. Bogenschützin 1-1 ist ziemlich sinnfrei gegen den meisten, weil es eine 1-1er Kreatur ist. Der Raptor ist ganz praktisch. Da nehme ich mal 2 Stück mit. Alarmabot. Nee. Eine Zweier Taunt. Einfach um ein bisschen die Kontrolle zu behalten. Schlachtzugleiter ist natürlich auch nicht schlecht mit diesem plus 1 Buff. Silberrücken-Patriarch nehme ich auch mal einen mit. Einfach weil es eine 3er-Mana-Karte ist mit 1-4 und taunt. Wolfsreiter für den Early Push. Schildmeister. Auch nicht verkehrt. Was habe ich denn noch so? Ich habe sogar meinen eigenen Guru Bashi Berserker. Mach mir mal 2 rein. Ja, ich mache das jetzt ein bisschen fix für das nächste Spiel. Was hätte ich denn noch? Kernhund 7, 9, 5. Stirbt mir auch schon fast zu schnell. Herde Arena. Hm.
Ich habe halt noch nicht viele Karten. Das ist halt so im Moment das Problem. Deswegen packe ich da einfach mal. Ah, habe ich noch eine Karte. Dunkelschuppenheilerin. Stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Lebenspunkte wieder her. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Was habe ich denn jetzt alles so on Taunt? Ich habe hier ein Mana Taunt. Ich habe hier 2 Mana Taunt. Das sind schon mal 3 Karten. Silberrücken habe ich auch eine. Hier noch ein Taunt. Ogermagier. Das Deck sieht solide aus. Probiert es doch einfach mal aus. Ach so, ich bin schon am Kartenlimit. Ich habe Mana Kosten 0 keine Karte. 3 Einser, 6 Zweier, 5 Dreier, 7 Vierer, 7 Fünfer und 2 über 7. Okay. Taunt Magie. Hoppala, Magie. So. Ich würde sagen, das testen wir einfach mal. Wir spielen noch ein Spielchen mit meinem Deck Taunt Magie und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Oder wen wir als Gegner bekommen. Natürlich noch viel, viel interessanter. Ich hoffe jetzt nur mal, dass das Telefon nicht wieder klingelt, weil dann bekomme ich einen Rappel. Auch ganz nett zu sehen, dass ihr unten links seht, zu welcher Uhrzeit ich spiele. 15:53 Uhr. Und ich bekomme einen würdigen Gegner. Ich bekomme eigentlich immer würdige Gegner. Oh, Paladin. McMuffin. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Oh, schlecht für den Anfang. Hat er 5er Karten. Nee. Alles zurück ins Deck. Ich hätte gern Low-Mana-Karten. 7-4-3. Ah. Das fängt ja schon mal wieder gut an. Hallo. Und eine Nachtklinge. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das so toll, dass man sich hier mit der Umgebung spielen kann. Hui! Was spielst du denn, mein Freund? Was hast du denn? Ein Schuss. Elfenbogenschützin. Natürlich fies, sie darf nämlich gleich einen Pfeil abfeuern auf mich. Was überlegst du so lange? Du hast keinen Mana mehr. Gib deinen Zug ab, Junge. Natürlich super. Ich starte mit Level 7 Karte 4 und 3. Was überlegst du so lange, mein Freund? Du kannst keine Karte mehr spielen. Gib doch deinen Zug ab! Es tut mir leid. Danke. Ah, Feuerball, das bringt mir auch nichts. Ich kann nur seine Bogenschützen entfernen im Moment. Es ist halt immer eine Glückssache. Welche Karten haben die bekommen? Die steht da gerade ziemlich schlecht da. Aber bisher hat der auch noch nicht wirklich was vorgebracht. Außer diese Elfin. Lasst mich nachdenken. Ja, denk du nach. Ich spiele mich in der Zwischenzeit im Garten. Wir haben ja Zeit. Entweder hat er super Karten und überlegt einfach so lange, weil er nicht weiß, was er spielen soll mit seinen 2 Mannern. Oder er hat keine Ahnung, was er tut. Eins von diesen 2 Dingern trifft zu. Und das ist einfach wieder so Kriegstaktik, kann er auch sein. Michael, lasst mich nachdenken. Bitte noch in diesem Leben. Das macht er mit Absicht, 100 Pro. Er hat nichts gemacht in dem Zug. Ja, du fragst dich, ich weiß, aber das ist nicht gut, wenn du dich so lange fragst.
So. Wenn du schon keine Karten spielst, dann mache ich das. Wolfsreiter. Und gleich wunderbar ins Gesicht. Gegner ist am Zug, da brennt die Lunte schon wieder. Warum jetzt eher weniger Bedenkzeit bekommen hat, ist mir zwar schleierhaft, aber wir spielen den Schlachtzugreiter. Bedeutet, mein Wolfsreiter bekommt einen Angriff mehr und da gibt es gleich wieder eins ins Gesicht. Aber kann es sein, dass er vom Spiel her unter Druck steht, wenn er schon zu lange gebraucht hat einmal? Ich weiß es nicht. Aber er tut überhaupt nichts, wie es aussieht. Okay, es ist mein Zug, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Er hat 100.000 Karten, aber er macht nichts. Entweder ist er AFK. Andere Erklärung hätte ich jetzt spontan nicht. Könnte ich ihn schon töten? 9, 11? Ja, ich kann dieses Spiel schon beenden. Und das war's. Er hat sich überhaupt nicht gewehrt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Eins von 30 gibt jeweils 10 Gold. Der Duellant, spiele 3 im Modus Spielen. Oder für 3 Siege bekomme ich 10 Gold. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, das war die erste Folge von Hearthstone. Ich nehme natürlich noch ein bisschen mehr auf. Wir gucken, wie es beim nächsten Gegner läuft. Ich darf mich verabschieden. Ich bin euer Zack und ich sage wie immer, stay tuned and so long.